Im Friseurladen Haircut herrscht jetzt im Sommer Hochbetrieb. Wegen Hochzeiten und Taufen, sagt Besitzer Christos Nikolaou. Der Umsatz stimmt inzwischen, aber wegen der hohen Steuern bleibt ihm nicht viel davon. Von der Regierung Tsipras hat er sich einiges erhofft vor 4 Jahren. Jetzt ist er enttäuscht. Die haben jedenfalls nicht gemacht, was sie versprochen haben. Und ihre übertriebene Besteuerung und die Mehrwertsteuer sind ein großes Hindernis für einen Unternehmer. Wenn du ein Unternehmen aufmachst, tust du das ja schließlich, um was zu verdienen. Die Steuerlast, großes Wahlkampfthema. Ministerpräsident Alexis Tsipras hob gestern auf seiner Abschlusskundgebung hervor, was seine Regierung dank Steuererhöhungen Gutes erreicht hat. Griechenland kann einen satten Haushaltsüberschuss vorweisen, hat den Euro-Rettungsschirm verlassen. Wir haben eine zerrüttete Wirtschaft übernommen und heute ist unser Land seit über 2 Jahren im Aufschwung. Doch immer mehr Griechen überzeugt er nicht. Sie setzen auf Oppositionsführer Kyriakos Mitsotakis mit seiner konservativen Nea Demokratia. Der will die Verwaltung straffen, dazu Steuern senken, Löhne erhöhen. Dazu braucht es einen Aufschwung, aber der sei mit seiner Politik zu erwarten. Statt auf Steuern und Beiträge setzen wir auf Investitionen und auf neue, gut bezahlte Arbeitsplätze. In letzten Umfragen liegt Herausforderer Mitsotakis mit bis zu 39% vorne. Tsipras verbucht rund 10 Prozentpunkte weniger. In Athen sieht es nach einem Wechsel aus.